Ja, hallo. Ein weiteres Video zum Klimawandel. Auch wenn es mir schwer fällt, ich wollte mich in diesem Video outen. Ja, ihr wisst ja alle, die Klimagreta, die ist Autistin und hat mehrere psychische Krankheiten. Na, und bei mir ist das genauso. Ich bin auch Autist und ich habe auch mehrere psychische Krankheiten. Na, die Mutter von Greta, die hat ja geschrieben, für die Greta ist das praktisch so eine Therapie, der Klimawandel. Es geht ihr schon viel besser. Die war ja schon dabei, sich zu Tode zu hungern. Die wollte gar nicht mehr essen. Ja, und die sind jetzt froh, dass sie was hat, womit die sich beschäftigen kann. Und bei mir ist das genauso. Bloß bei mir ist das nicht der Klimawandel, bei mir ist das die Mathematik. Ja, aber so wie Greta habe ich mehrere psychische Erkrankungen. Und eine davon ist, ich habe Verfolgungswahn. Na, also ich bilde mir immer irgendwelche Sachen ein, ich überlege mir so Verschwörungstheorien, aber meine Psychiaterin, die hat mir jetzt gesagt, ich soll doch einfach so eine Konfrontationstherapie machen. Ja, ich soll doch einfach mal ein Video über meine Verschwörungstheorien, über meinen Verfolgungswahn machen. Ja, und deshalb mache ich jetzt mal so ein Video über meine Verschwörungstheorie, ne, zum Klimawandel. Also ich habe ganz viele Verschwörungstheorien, aber die zum Klimawandel, das ist eigentlich die umfassendste, weil die ist auch politisch und die umfasst eigentlich sämtliche Krisen der Welt. Ja, also meine Verschwörungstheorie, die ich im Augenblick pflege, die lautet folgendermaßen: Ich glaube, es gibt eine Finanzelite und diese Finanzelite steckt hinter der Klimakrise. Na, ich mache da mal auch ein paar Links und ich glaube, die sind sogar hinter allen Krisen stecken die. Da gab es ja diese Immobilienkrise. Da haben die Folgendes gemacht: Die haben Sozialhilfeempfängern in den USA Häuser verkauft. Die konnten sie natürlich nicht zurückzahlen. Also ohne Eigenkapital konntest du da ein Haus kaufen. Ja, und damit haben die riesige Mengen von Geld verdient, die Banken, also die Finanzelite. Und irgendwann ist dieses ganze Schneeballsystem zusammengebrochen. Und dann haben sie gesagt, ja, muss eben der Staat bezahlen. Ja, und so war die Finanzelite wieder reicher. Und der Staat, also ihr müsst ja die Steuern zahlen, beziehungsweise in diesem Fall die US-Bürger, ne, die mussten dafür bezahlen. Ne. Dann mussten sie also bezahlen und hatten trotzdem kein Haus. Ne. Sehr lustig. Und dann gab es noch die Russland-Krise. Ne. Als der Kommunismus zu Ende war, hat die Finanzelite Geld verschwinden lassen. Also der Finanzelite gehört in Amerika auch die staatliche Bank. Ne. Die haben also Politiker bestochen und die haben denen dann einfach die staatliche Bank überlassen. Ja, und da ist Geld verschwunden und damit haben die dann in Russland Bestechungsgelder gezahlt und haben dann für ganz wenig Geld sämtliche Rohstoffe von Russland gekauft und die ganze Industrie. Ja, das sind die sogenannten Oligarchen, das sind die sogenannten Strohmänner gewesen. Ja, und da haben die sich dumm und dämlich verdient, aber natürlich, wenn die ganz viel Geld verdienen, dann muss ja irgendeiner weniger Geld haben und das waren die Russen. Und die Russen haben dann gehungert. Und wenn man hungert, dann wählt man einen, der aufräumt. In diesem Fall war es der Putin. Und der hat dann die ganzen Oligarchen aus dem Land gejagt. Ja, teilweise auch Geld weggenommen. Aber die meisten konnten mit Geld also fliehen. Also da hat er gesagt, das könnt ihr behalten, aber unsere Rohstoffe, unsere Industrie, die möchten wir wieder haben. Gut, dann gibt es noch das Projekt Euro-Krise. Da haben sie Folgendes gemacht. Die haben die griechischen Bilanzen gefälscht, sodass die Griechen in den Euro kommen. Ja, und da mussten wir dann natürlich die Griechen retten. Das heißt, die Griechen eigentlich nicht, sondern die griechischen Banken, weil die Griechen selber kriegen von dem Geld nichts. Ja, und daran haben die auch wieder verdient. Ja, die Banken der Finanzelite. Ja, dann kommen wir zur Asylkrise, die ist auch von denen initiiert, ja, weil die hatten ein Problem. Hier in Deutschland ging die Bevölkerung zurück oder in ganz Europa. Und jetzt muss man wissen, dass die Wohnungsbaugesellschaften, das sind ja Aktienunternehmen und die Aktien gehören dieser Finanzelite. Ja, und wenn weniger Deutsche gibt, also nur die Hälfte,
dann fallen die Mieten so in den Keller, dass sie gar kein Geld mehr damit verdienen. Das ist ein Zuschussgeschäft. Ja, also musste man Folgendes machen, man musste wieder Millionen ins Land drücken, irgendwie. Ja, und deshalb haben die die Finanzelite, deshalb haben die die Asylkrise ausgelöst. Ja, und meine große Verschwörungstheorie ist jetzt, die stecken auch hinter der Klimakrise, das heißt Zertifikatehandel und so weiter. Ja, und meine Psychiaterin sagte eben, ich soll da mal drüber reden, weil das befreit irgendwie. Ne? Dann kann ich mich vielleicht von dieser Wahnvorstellung freimachen. So, jetzt gehört zu meiner Verschwörungstheorie allerdings, dass die Finanzelite die Drecksarbeit nicht selber macht, ja, sondern dafür hat sie Leute, denn die Finanzelite, die hat andere Sachen zu tun, ne, die kümmert sich zum Beispiel um Kinder, ne, Epstein, ne, der Lieferant ist jetzt natürlich weggefallen, der ist im Gefängnis geselbstmordet worden, aber, ach so, nee, das ist ja auch schon wieder eine Verschwörungstheorie. Aber auf jeden Fall, ne, da gibt es einen Mann fürs Schmutzige und das ist der George Soros. Ja, das ist ein Spekulant. Der bietet diese Dienste auch an, also das ist sein Geschäft, dass er Finanzgeschäfte regelt. Ja, und das hat er auch schon mal gemacht. Sein eigenes Vermögen hat er in England geschöpft und zwar hat er gegen das englische Pfund gewettet, ne, Finanzwetten gemacht und dadurch wurde die Währung zerstört. Da gab es dann Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Ja, aber er hat die Finanzwetten auf den Finanzmärkten gewonnen, ne, und ist damit Milliardär geworden. Wobei damals war eine Milliarde natürlich viel mehr. Ja, also das Land kaputt gemacht und selber dadurch reich geworden. Er hat dann sich auch mal zu geäußert, ob er irgendwelche Skrupel hat bei seinen Geschäften. Da sagt er, nö. Ne, Interview findet man auf YouTube. Gut, und in Frankreich hat er ähnliche Sachen gemacht, also er macht eigentlich immer solche Geschäfte, ja, und in Frankreich ist er dafür allerdings verurteilt worden. Hat zwar lange gedauert, bis sie ihm dann schuldig gesprochen hat, das ging immer hin und her über Jahre, ja, aber er ist jetzt rechtskräftig verurteilt. Ja, gut, im EU-Parlament darf er trotzdem sprechen, ja, aber gut, das ist auch wieder eine Verschwörungstheorie. Ja, sein neuestes Spekulationsobjekt, konnte man in den Zeitungen nachlesen, ist Kohle. Er ist ein Kohlespekulant. Ja, gut, aber was hat er denn eigentlich mit seinem Geld gemacht? Wo hat er sein Geld investiert? Er hat dieses Geld investiert in gemeinnützige Organisationen. Ja, und die möchte ich jetzt mal aufzählen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hat denn George Soros mit seinem Geld gemacht? Also, er hat sein Geld angelegt, zum Beispiel hier in die One Foundation. Ja, also, es gibt noch unzählige andere Organisationen, die er finanziell fördert. Ja, aber diese One Foundation, da ist die Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die kennt ja jeder, das ist das führende Gesicht sozusagen. Die kennt man auch aus ihrem Video von ihrem Reisetagebuch, wo sie um die ganze Welt fliegt und alle Länder besucht und dann immer Fotos macht. Lustiges Video für eine Klimaschützerin. Und wie gesagt, sie gehört eben zu dieser One Foundation und das kann man auch sehen, weil sie läuft immer mit den T-Shirts von denen rum. Sie ist da irgendwie so One Foundation Botschafterin. Und dafür reist sie dann wahrscheinlich auch um die Welt. Botschafter müssen ja viel reisen, viel fliegen. Ja, und sie ist sozusagen, also habe ich mir so ausgedacht in meiner Verschwörungstheorie, die Betreuerin von Greta, ne, die hängen ja immer zusammen. Ne, sie ist sozusagen die Mutter von ihr, die sie steuert. Ja. Gut, dann gibt's noch eine andere Linie, und zwar der George Soros, ne, der oberste Finanzspekulant sozusagen der Welt, der berühmteste. Ja, der fördert auch die Antifa. Gut, jetzt wird man sagen, kann doch gar nicht sein. Die Antifa kämpft doch gegen den Kapitalismus. Ja, aber warum sollte der George Soros die fördern? Sowas wie Occupy Wall Street oder so.
Ja, ganz einfach, das wussten schon die Römer. Ja, die Römer haben gesagt, wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, dann verbünde dich mit ihm. Ja, und er hat sich verbündet, indem er die führenden Personen gekauft hat. Ja, das heißt, Antifa ist George Soros gesteuert. Ja, sieht man an den Spendengeldern, das ist rausgekommen, glaube ich, bei den DC Leaks, da haben irgendwelche Hacker die Server von diesen George Soros-Organisationen gehackt. Ja, und die Eltern von Greta Thunberg, die laufen immer mit solchen Antifa-T-Shirts rum. Ne? Müsst ihr mal googeln, Antifa Thunberg oder Greta. Ja, und die Greta, die ist auch schon mit so einem T-Shirt fotografiert worden von der Antifa, das hat sie angehabt. Ja, und meine Verschwörungstheorie sagt jetzt, oh, da haben wir hier einmal die Linie von George Soros zu Greta, ja, dann über die Antifa und indirekt über ihre Eltern. Gut, wo machen wir denn jetzt weiter? Gehen wir mal zu Ihrem Manager. Ne? Ihr Manager ist ja jetzt schon reich geworden damit. Der hat schon 1 Million Spenden eingesammelt. Der hat irgendwie so eine Firma, das müsst ihr euch mal selber durchlesen. Das habe ich sogar auf einer linksradikalen Seite gefunden. Die glauben mittlerweile auch nicht mehr an Greta. Und zwar der Manager von ihr, der ist aus der Finanzbranche. Ja, der ist sozusagen für die PR zuständig. Der kommuniziert Finanzprodukte. Ja, und der ist ausgebildet worden bei einer Organisation, so mit Klimaschutz und so, hier von Al Gore. Ja, und Al Gore müsst ihr natürlich kennen, ist der oberste Umweltschützer. Der hat ja den Nobelpreis dafür bekommen, dass er das Klima schützt. Ne? War auch Vizepräsident. Ja, Vizepräsident, das müssten unter Clinton gewesen sein. Das waren doch die, die dieses Embargo im Irak gemacht haben. Und da sind dann 500.000 Kinder verhungert. Ne? Genau, das müsste die Regierung gewesen sein. Ja, und die Greta ist also nicht nur über ihren Manager, der hier bei dieser Organisation da gelernt hat, verbunden, sondern auch direkt. Ja, da gibt es Fotos, da haben sich die beiden getroffen. Die Greta und der Onkel Al Gore. Ja, und wenn man jetzt mal zurückgeht, wenn ihr dieses Prinzip verstanden habt, na, dann wisst ihr auch, wie das bei der Asylkrise lief. Und zwar der George Soros, der hat ja nicht nur diese Organisation, sondern der hat auch ganz viele Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass ganz viele Menschen nach Europa kommen. Ja, übers Mittelmeer in diesen Booten, na, die Flüchtlinge. Und wenn die dann alle kommen, dann kann die Finanzelite ja, alle Wohnungen wieder teuer vermieten, weil die Wohnungen gehören der Finanzelite. Ja, und dafür, für solche Sachen heuert man eben diesen George Soros an, weil der hat eben diese ganzen Organisationen, also die werden von ihm gefördert. Ja. Gut, jetzt werdet ihr sagen, also die Zeitungen, die werden doch bestimmt jetzt schlecht über ihn berichten. Ja. Da muss man sagen, der schafft sich jetzt seine eigenen Medien, also Soros-Zeitung. Gut, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob der auch so Zeitungen hat, die auf Papier sind, aber Papierzeitungen gibt es bald sowieso nicht mehr. Ja, der hat sich also so ein eigenes Online-Zeitungen-Netz gebildet. Ja, natürlich alles, glaube ich, gemeinnützig, weil der Mann hat also nur gute Sachen im Sinn, ja, sagt er. Und jetzt gibt es aber ganz böse Menschen. Ja, die verbreiten Fake News, ja, oder sind verrückt, so wie ich, und glauben an Verschwörungstheorien. Ja, und deshalb fördert der auch Korrektiv. Gut, wer ist Korrektiv? Also Korrektiv untersucht, ob Meldungen im Internet wahr sind oder nicht, ja, und arbeitet als Zensurabteilung zum Beispiel für Facebook. Ja, stand jedenfalls so in den Zeitungen. Ja. Das heißt, indirekt bestimmt also George Soros, welche Informationen du bekommst oder nicht. Ja, weil George Soros fördert die Zensoren und die Zensoren zensieren Facebook. Ne, da waren viele ganz erstaunt, dass Facebook das nicht selber macht, sondern die schaffen sich da so eine Organisation. Ja, interessant ist, das habe ich bei 1% gefunden, wer da alles drin ist.
Ja, das sind also vorwiegend Leute, die vorher bei den großen Zeitungen waren. Ja, das heißt, die Zeitungen selber bestimmen, was Fake News ist oder nicht. Ja, ganz interessante Sache, oder? Die kontrollieren sich praktisch selber, ne? Wobei eigentlich machen die Folgendes, weil das sind ja Zeitungsleute, die unterbinden also solche Seiten, die angebliche Fake News verbreiten. Zum Beispiel Informationen über George Soros. Ne? Also ich mache das ja nicht. Ich schildere ja nur meine Verschwörungstheorie, weil meine Psychiaterin mir das gesagt hat. Ne? Deshalb werden die mich ja auch nicht zensieren. Ne? Hoffe ich. Ne? Wobei, falls mein Kanal weg ist, wisst ihr Bescheid. Die haben doch zensiert. Ja? Ganz interessante Sache, wer da sitzt. Ne? Und warum macht man das eigentlich? Ja, warum gründet man sowas hier als gemeinnützige Organisation? Ne? Könnt ihr euch ja mal überlegen, als Anwendung Betriebswirtschaftslehre. Ja, ganz einfach. Also, wenn du Informationen sammelst als Journalist, musst du natürlich Steuern bezahlen. Ne? Richtig? Zeitung muss Steuern bezahlen. Ja, Journalisten. So, Korrektiv ist aber gemeinnützig. Das heißt, sie müssen keine Steuern bezahlen. Das heißt, ich habe hier so eine gemeinnützige Organisation, die sammelt Informationen, die macht also journalistische Arbeit, ja, muss aber keine Steuern bezahlen, weil sie ja gemeinnützig ist. Und außerdem verdienst du noch Geld mit der Facebook-Zensur. Ja? So funktioniert das. Gibt es übrigens auch von der Gegenseite, von den Rechten in den USA, na, da gibt es auch so eine gemeinnützige Zeitung, die ist frei, ja, und denen wird auch vorgeworfen, dass sie nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Ja, gut. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich gebe da Links an zu 1% oder hier zu DC Leaks. Ne? Da hat man nämlich Folgendes gemacht bei DC Leaks. Da hat man die Server von George Soros gehackt. Ne? Wer das war, weiß man nicht, ist auch egal. Gut, also die öffentliche Meinung haben wir schon mal und da fehlen natürlich noch die Politiker. Und als man diese Server gehackt hat, da hat man eine Liste gefunden mit EU-Abgeordneten, die zuverlässig sind. Ja, was heißt jetzt zuverlässig? Weiß ich nicht. Ne? Aber ich meine, wir können es uns denken, oder? Ja, aber berichten da die Zeitungen nicht drüber? Ja, wie gesagt, wir haben zwei Arten von Medien. Ne? Das eine sind die Soros-Zeitung. Die anderen Zeitungen gehören zwar nicht zu Soros, aber die Redakteure davon werden von George Soros finanziert. Also irgendwie haben wir in Deutschland nur noch Soros-Zeitungen. Gut, aber was ist denn so mit anderen Ländern? Ne, zum Beispiel USA. Ne, also hier in Europa, da ist schon überall der Soros aktiv, aber USA, ne, ist doch das freieste Land der Welt, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, die haben fünf große Medienkonzerne, ne, die gehören der Finanzelite. Das sind ein paar Leute, man trifft immer wieder auf die gleichen Namen. Ja, man hat Hollywood, sind die gleichen Namen, ist die gleiche Finanzelite. Ja, die sind schon längst gleichgeschaltet. Ja, und dann hat der George Soros natürlich hier noch die Politik gekauft. Ne? Al Gore, der hat ja nicht nur den Friedensnobelpreis für Klimaschutz bekommen, sondern der war ja auch Vizepräsident, ne? Unter Bill Clinton. Ja, das war die Zeit, Bill Clinton, die Regierung, wo die beiden die Regierung gestellt haben, wo im Irak eine halbe Million Kinder verhungert sind. Ne, außerdem müsst ihr mal in den Links lesen, werden ihm noch viele andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Aber das ist alles kein Problem, weil wenn du aufstehst und rufst, ich bin ein Linker, dann kannst du praktisch machen, was du willst. Ne, da wird sich keiner aufregen, weil wenn du sagst, du bist links, bist ja ein Guter. Gut, da muss man dabei sagen, wenn ich sage, George Soros hat hier die Politiker gekauft, das ist normalerweise oder das meiste wohl ganz legal. Ne, das ist da üblich, dass man den Wahlkampf von Politikern finanziert und im Gegenzug machen dann die Politiker nach der Wahl
alles, um diesen Spekulanten dann Geld einzubringen. Das ist das System der Demokratie, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Ja? Und deshalb war der George Soros natürlich auch so wütend. Der hat das dann nochmal gemacht, aber dann hat der Donald Trump gewonnen. Ja, der hatte das versucht mit aller Macht zu verhindern. Erstmal hat er die Nachfolger hier finanziert. Ja, und dann hat er eine von seinen NGOs, also der hat noch ganz viele andere, die hat er benutzt, und zwar heißt die Black Lives Matter. Ja, da hat er auch gespendet, die finanziert er auch. Und da hat er mit statistischen Tricks, da habe ich ein Video drüber gemacht, da hat er mit statistischen Tricks denen eingeredet, dass Schwarze in den USA öfters erschossen werden von der Polizei als Weiße. Ja, das ist zwar genau umgekehrt, aber wenn man das statistisch geschickt macht, dann kommt genau das Gegenteil daraus. Ja, und dann gab es da Rassenunruhen zwischen schwarzen und weißen Polizisten. Ja, also so geht der vor. Der fördert kurz vor einem Wahlkampf Rassenkonflikte oder auch Bürgerkriege, zum Beispiel in der Ukraine, damit seine Leute drankommen, und seine Leute, die machen dann das, was ihm ganz viele Milliarden einbringt. Ne, so funktioniert Politik. Gut, also wir haben verschiedene Zweige, wie George Soros, der weltgrößte Spekulant, mit der Greta in Verbindung steht. Ne, einmal fördert er One, und die, da ist Luisa bei, und die ist ja praktisch die Mentorin, die größere Schwester von Greta, sag ich mal. Ne? Die managt sie, kann man fast schon sagen. Ja, auf jeden Fall hängen die immer zusammen. Gut, dann einmal die Antifa. Greta läuft mit Antifa-T-Shirts rum, Gretas Eltern auch. Ne? Gibt's Fotos, kann man sich angucken bei Google. Ja. Und George Soros fördert Leute, die auch Antifa-Verbindungen haben. Ja, dann haben wir einmal direkt den Weg über den Vizepräsidenten Al Gore. Der hat sich mit Greta getroffen. Und dann noch über den Umweg über den Manager. Und der hat ja mit ihr schon auch sehr viel Geld verdient, an Spendengeldern eingesammelt. Ja, also das ist meine Verschwörungstheorie. 1, 2, 3, 4 Verbindungen. Gut, aber wozu macht der Onkel George denn diese ganzen bösen Sachen? Ja, es geht also jetzt um die Klimakrise. Das ist praktisch 1, 2, 3, 4, das ist jetzt die fünfte Krise, die wir haben. Ja, und die Klimakrise, die geht folgendermaßen. Der Onkel George sagt seinen Organisationen, die sollen so richtig Druck machen. Ne, Blockaden, Demos, ne, die ganzen Kinder dazu bringen, für den Kohleausstieg zu demonstrieren und natürlich auch raus aus der Atomkraft. Ne. Und jetzt stehen wir ja praktisch vor folgender Situation in Deutschland. Ja, wir haben keine Kohle mehr, die haben wir abgeschafft. Wir haben keine Kernkraft mehr, die schaffen wir auch ab. Ja, das heißt, wir haben dann gar keine Energie mehr. So, auf der anderen Seite verbrauchen wir aber immer mehr Energie, weil wir jetzt mit Strom Auto fahren. Wisst ihr, wie viel Strom man da produzieren müsste? Ja, also eigentlich hätten wir Folgendes machen müssen. Wir hätten unsere Anzahl der Kernkraftwerke verdoppeln müssen und sämtliche Kohlebergwerke und was es da alles gibt, verdoppeln müssen. Ja, um überhaupt den Strom für die ganzen Autos zu produzieren. Ja, aber überhaupt gar keinen Strom mehr zu produzieren, aber den Bedarf erhöhen, ja, das ist ja doppelt verschlimmert. Ne? Also nicht nur einmal verschlimmert, sondern doppelt verschlimmert. Ja, und jetzt konnte ich also gestern in der Zeitung lesen, dass man jetzt den Strom rationieren will. Ne? Die denken jetzt darüber nach. Weil wenn jetzt alle ihre Elektroautos laden möchten, ja, dann bricht das Stromnetz zusammen. Und intelligenterweise haben sie auch keine Steuerschaltungen dahin gelegt. Also heißt das dann, wir müssen Strom rationalisieren. Wir sind dann praktisch wieder auf dem Niveau von Afrika oder Mongolei oder so. Also China nicht, die sind viel moderner als wir.
Ja, also wir sind dann praktisch am Ende. So, und irgendwann passiert dann Folgendes: Die Leute werden die Grünen zum Teufel jagen. Ja, und dann wählt man wieder CDU und dann gehen die ganzen Braunkohlekraftwerke wieder ans Netz und Atomkraft und alles und so weiter. Ja, aber wer hat mittlerweile spekuliert? Ne, das kommt man in der Zeitung nachlesen, wer da mit Kohle spekuliert hat. Onkel George. Ja, Onkel George ist Kohlespekulant. Wobei er das natürlich nicht nur selber gemacht hat, sondern wahrscheinlich versteckt hat das die Finanzelite gemacht. Ne, aber an solche Informationen kommst du nicht dran. Aber bei George Soros wissen wir, das stand in allen Zeitungen, da waren alle Reporter ganz erstaunt, der spekuliert jetzt mit Kohle. Ja, gut, also ich war da nicht erstaunt. Ja, und so können wir also sagen, Fridays for Future wird gesteuert von der von Kohlespekulanten, ja, die damit Geld verdienen wollen. Gut, aber so lange muss der Onkel George gar nicht warten, denn der Klimawandel, der bringt ja noch ganz andere Einnahmequellen, ne? Zum Beispiel Zertifikatehandel. Da wird nicht nur viel Geld verdient, ne, wieder von deren Banken, von der Finanzelite, sondern da verschwinden auch schon mal ein paar Milliarden. Ne, genauso wie bei der Russlandkrise, wo man die dann als Schmiergelder eingesetzt hat. Ja, also das sind nicht nur ein paar Möglichkeiten, die haben Dutzende von Möglichkeiten, denn es gibt da so einen Grundsatz, je größer der Geldstrom ist, ja, den du von A nach B verschiebst, meistens vom Steuerzahler, also vom Staat an irgendwelche Organisationen. Ja, also je größer der Geldstrom ist, desto mehr kannst du abzweigen. Ne, wie du das dann konkret machst, ist ganz egal. Ja, aber am lustigsten war doch wieder unser Professor Lesch, ne, der Klimabeauftragte der Bundesregierung, den kennen wir ja alle aus dem Fernsehen. Und der meinte also, wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch bei der Münchner Rückversicherung nach. Ja, die Münchner Rückversicherung, die hat ein riesengroßes Klimaarchiv. Ja, also Münchner Rückversicherung, das ist eine Versicherung, wo sich die Versicherungsgesellschaften selber wieder versichern. Ja, also ein riesengroßer Konzern mit sehr viel Geld. Und die haben jetzt also gefordert von der Bundesregierung Millionen, Milliarden, ich weiß nicht wie viel, ne? Ich verlinke mal den Zeitungsartikel, die wollen auf jeden Fall ganz viel Geld haben. Ja, und da sagt der Professor Lesch, dann soll ich die fragen, ob an den ganzen Katastrophenmeldungen was dran ist. Ja, das ist eine sehr kluge Idee. Das ist ungefähr genauso, als wenn ich zum Drogenhändler gehe und den frage, sind die Drogen eigentlich schlecht für meine Gesundheit? Mal was ganz anderes. Kennt ihr eigentlich diesen Enkeltrick? Ne, der wird jetzt viel praktiziert von diesen, wie nennt man die? Großfamilien oder so. Ja, oder Familienclans. Die machen Folgendes: Die rufen die alten Omas an und die alten Opas, ne, und sagen, wir sind von der Polizei. Ja, wir haben rausgefunden, bei Ihnen soll eingebrochen werden. Ja, wir schicken gleich jemanden vorbei, dann bringt er Ihre Wertsachen in Sicherheit, ne, Ihre Schmuckstücke und so weiter. Ja, und dann klingelt das 2 Minuten später. Ja, und da steht dann die Oma und überreicht den falschen Polizisten ihren gesamten Schmuck, ihr Bargeld. Und der bedankt sich, stellt dann noch eine Quittung aus und verschwindet dann. Ja, das ist der Enkeltrick, den gibt es in Dutzenden Varianten. Ne? Und wie funktioniert der eigentlich psychologisch gesehen? Du musst den Leuten Angst machen. Ne? Wenn die Leute Angst haben, geraten sie in Panik. Und wenn sie in Panik geraten sind, dann setzt der Verstand aus. Ne? Also ein Psychologe, der kann euch das auch erklären. Ja? Unter Angst kannst du nicht denken, sondern du handelst dann nur noch instinktiv. Ja, man muss also die Leute in Angst versetzen, in Panik, und dann geben sie ihr Geld freiwillig ab, ne, weil sie eben in Panik sind und nicht mehr denken können. Ja, deshalb hat auch die Greta gesagt, ich will, dass ihr meine Panik spürt. Ne, die machen euch so richtig panisch und dann denkt ihr gar nicht mehr nach
Und dann sagt ihr, ja, zur Sicherheit müssen wir das ganze CO2 abschaffen. Ja, so wie auch der Professor Lesch gesagt hat, ja, sollte sich herausstellen, dass das CO2 doch nicht daran schuld ist, ne, dann haben wir ja auch nichts verloren. Ja, das war auch wieder so eine Glanzleistung von ihm, ne? Wir haben da nichts verloren, außer ein paar Billionen Euro. Ne? Und alte Omas, die erfrieren, weil sie ihre Heizkosten nicht bezahlen können. Aber sonst haben wir natürlich nichts verloren. Gut, da muss man sagen, ich kenne auch noch einen anderen Klimaberater der Kanzlerin. Ne? Denn der Professor Lesch, der hat früher die Serie gemacht Alpha Centauri, vom Bayerischen Rundfunk war die, glaube ich. Und in einer Folge, die Folge heißt Eiszeiten, da erklärt er also, dass Temperatursprünge von 14 Grad in 10 Jahren auch auf natürliche Art und Weise vorkommen können. Ja, nochmal, 14 Grad in 10 Jahren, das heißt, es gab in der Erdgeschichte schon Temperatursprünge, die waren 100 Mal steiler, also 100 Mal schneller als jetzt und alles auf ganz natürliche Art. Also das ist das, was er früher erzählt hat. Ja, man könnte diese ganze Verschwörungstheorie auch noch prüfen lassen, ne? Denn dazu ist Korrektiv ja da. Ne? Die überprüfen ja, ob eine Meldung Fake News ist oder nicht. Ja, wobei ein Bekannter von mir aus der Selbsthilfegruppe für psychisch Kranke, der sagte also, wenn man Korrektiv damit beauftragt, das Internet zu kontrollieren, dann ist das genauso, als wenn man einen Zuhälter damit beauftragen würde, ein Frauenhaus zu bewachen. Ja, gut. Aber wir werden sehen, ne, wie weit die jetzt gehen werden, was die noch alles zensieren. Ja, also Facebook, laut Medienberichten, wird schon von denen überwacht. Ne. Ob sie bei YouTube auch schon aktiv sind, weiß ich nicht. Ne. Also wenn mein Kanal weg ist, wisst ihr Bescheid. Dann ja, ne, dann zensieren sie auch schon hier. Ja, muss man mal eben austesten. Gut, aber einen Grund, mich zu löschen, gibt's ja eigentlich nicht. Ne? Ich habe ja auch gesagt, das gehört alles zu meiner Therapie. Ne? Meine Psychologin hat mir das empfohlen. Ne? Ich sollte mir einfach mal meine ganze Verschwörungstheorie von der Seele reden. Und ehrlich gesagt, mir geht's jetzt auch schon viel besser. Ne? Ich hoffe bloß, dass ich euch nicht angesteckt habe. Auf jeden Fall verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.